So gute Laune, wenn's ums Lernen geht. Hier im Bewohnerzentrum Nordheide freuen sich Lara, Asra und ihre Mitschüler auf die heutige Lernförderstunde. Ich bin Lara. Hallo, ich bin Dabura. Ich heiße Asra. Ich heiße Rabia. Ich mache hier meistens Hausaufgaben. Und jetzt hier bin ich in der Deutschförderung. Hier macht mir am meisten Spaß, dass ich hier Hausaufgaben machen darf und lerne. Und dann lese ich manchmal Bücher und dann von den Büchern erzähle ich ein paar der Sachen. Hier mache ich sehr Spaß, weil ich treffe hier immer meine Freunde und es macht auch Spaß, wenn ich lerne. Das Projekt Dino Kids wurde im September 2015 von der Diakonie-Mitarbeiterin Celene Gürler initiiert. Damals mit einer Spende der Findelkind Sozialstiftung. Also wir sind mit ungefähr 10 gestartet im ersten Jahr. Wir haben keine Werbung gemacht. Also uns findet man nirgendwo. Wir haben auch keinen Flyer, gar nichts. Wir wollten klein starten, damit wir wissen, wie wird das. Also nicht, dass wir jetzt auf einmal voll die Werbung machen, haben hier 300 Kinder und dann kommen wir nicht zurecht. Das Prinzip ist einfach. 15 studentische Honorarkräfte geben den Schülerinnen und Schülern, meist mit Migrationshintergrund, Nachhilfe. Nachbereitet wird in den Hauptfächern wie Mathematik, Englisch und natürlich Deutsch. Also wir haben natürlich einen ganz anderen Zugang. Wir sind authentisch, weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt, als Türkenkind hier in die Schule gegangen zu sein. Also ich habe das ja alles durchgemacht, also Grundschule, Gymnasium und dann auch Studium. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe es nicht nur von der Theorieseite, sondern ich kann das auch den Kindern nachempfinden. Und das ist für die Kinder auch was ganz anderes, wenn sie mit mir sprechen, weil ich dann weiß, um was es geht. Und die Eltern sich natürlich von mir, sage ich jetzt mal, anders angenommen fühlen. Also nicht so mit dem Zeigefinger, du bist jetzt in Deutschland, du musst das und das und das machen, sondern dass ich sage, schaut mal, also wir kommen aus der Kultur und die deutsche Kultur hat die Erwartungen. Vielleicht könnte man das und das unternehmen, um dem Kind eine bessere Chance zu geben. Also der Zugang ist ein ganz anderer. Und die sehen natürlich auch, ich habe es irgendwie geschafft. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie Reinigungskraft bin oder bei einer Bäckerei arbeite. Und das ist dann auch nochmal Vorbildfunktion, dass sie sehen, okay, sie muss es ja wissen, sie hat ja eine bestimmte Position erreicht. Und dann bin ich auch noch muslimisch und beim diakonischen Träger, ist auch nochmal exotisch. Ja, also das ist einfach eine positive Visitenkarte. Und das erleben auch die Kinder und Eltern. Innerhalb von 2 Jahren stieg die Zahl von 10 auf 70 Teilnehmer. Nur durch 2 weitere Spenden konnte das Angebot fortgeführt werden. Für die Behörden ist es noch zu jung, um in ein städtisches oder staatliches Förderprogramm zu fallen. Ja, wir hatten im Jahr das Riesenglück, dass wir viele private Spender für unsere Projektidee finden konnten, was uns einfach ermöglicht hat, mit diesem immensen Zulauf auch zurechtzukommen und umzugehen. Jetzt zum Jahresende müssen wir einfach feststellen, dass wir zwar in diesem Jahr diese 70 Kinder, für diese 70 Kinder dieses Angebot aufrechterhalten konnten, zum Jahresende einfach das bisher gespendete Geld aber aufgebraucht ist, sodass wir nicht wissen im Moment, wie einfach das nächste Jahr finanziell zu stemmen ist. Man sagt ja, ein leerer Bauch springt nicht weit. Somit wurde zusätzlich zu den Dino Kids der Dino Schmaus initiiert. 2-mal die Woche kochen hier freiwillige Mütter eine warme Mahlzeit für die Kids. Gespeist wird in familiärer Atmosphäre, bevor sich die Gruppen von maximal 4 Kindern pro Honorarkraft in die Räume zurückziehen. Magst du lieber Löffel oder Gabel? Gabel. Gabel. Löffel leise geht noch eine Weile dazu. Dann gehe ich da rüber. Die Dino Kids sind aber auch ein Anlaufpunkt für migrierte Eltern. Oft ist die Hemmschwelle für sie zu groß, auf schulische Elternabende zu gehen. Hier in der Einrichtung begegnet man sich auf Augenhöhe. Hier kann man sich über den Fortschritt der Kinder und die Lerndefizite austauschen. Zu Hause mache ich mit meinen Kindern gemeinsam Deutsch- und Mathematik-Hausaufgaben. Und wenn ich merke, dass manche Themen besonders schwierig sind, sage ich es den Lehrkräften hier und die üben das dann nochmal besonders. Statistisch gesehen geben Eltern für ihr Kind rund 70 bis 80 Euro pro Monat für Nachhilfe aus. Leistungsbezieher erhalten sie bei schlechten Noten der Kinder im Zeugnis in den Hauptfächern kostenfrei. Kinder von Eltern mit geringem Einkommen fallen schlichtweg durchs Raster. Wenn man sieht, wie der Zuspruch war und ein Stück weit interpretieren anfängt, dann gibt es schon ein paar Linien, womit das zusammenhängt. Das eine ist, dass die Angebote, die die Stadt München vorhält, einkommensbezogen sind. Das heißt, die Menschen, die hier kostengünstig schulunterstützende Leistungen bekommen, sind in der Regel Leistungsempfänger. Und es gibt Angebote für Kinder aus Familien, die einfach schon in den Vorrücken gefährdet sind. So, und zwischendrin wissen wir, dass wir einfach eine sehr teure Stadt haben mit sehr hohen
mit Belastung, mit sehr hohen Lebenshaltungskosten. Wir haben Menschen, die, obwohl sie den ganzen Tag in die Arbeit gehen, vielleicht sogar zwei Einkommen haben, sich schwerlich schulunterstützende Angebote leisten können. Und da ist manchmal ein Euro zu viel oder ein Euro zu viel. Und es kann nicht sein, dass tatsächlich Bildungsteilhabe, Bildungsgerechtigkeit einfach am Geldbeutel scheitert. Wie eng der Geldbeutel bei den Familien genäht ist, lässt sich auch daran erkennen, dass seit der Erhöhung des obligatorischen Euros auf 2 Euro pro Sitzung die Zahl der Teilnehmer wieder von 70 auf knapp 50 gesunken ist. Ohne eine weitere Spende zur Überbrückung des kommenden Jahres, also bis die Behörden das Programm in ihre Förderpläne mit einbezogen haben, müssen die Dino-Kids ganz schließen. Also wir sind jetzt schon mit 6.000 im Minus für dieses Jahr. Das hat der Vorstand abgesegnet. Und ansonsten würden wir bis Ende Januar, Ende Februar das Projekt noch aufrechterhalten können und dann nicht mehr. Also danach gibt es keine garantierte Finanzierung. Wird das Projekt eingestellt.